Ja, guten Abend, ne? Und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren The Legend of Zelda Tears of the Kingdom Stream. Wie immer geht natürlich, wer spoilert, der kriegt einen dicken fetten Bann. Tipps sind auch nicht unbedingt gern gesehen, aber dafür gibt es nicht bedingt einen Bann. Nur abhängig davon, was da steht. Und es war schön, direkt nach Streamstart, erstmal nicht mal eine Minute nachdem ich den Stream angeschmissen habe, direkt eine Scam-Nachricht im Chat zu sehen. Hat direkt einen Timeout von mir bekommen. Also ich habe nicht mal eine Minute den Chat beziehungsweise das Stream angehabt und da war wirklich instant eine Scam-Nachricht. Ist schön, wenn der Stream so anfängt. Das sagt schon aus, dass es heute ein guter Abend wird. Ja, warum stehe ich jetzt hier mitten so in der Pampa? Ganz einfach. Ich habe da so einen Typen, den ich noch nicht fotografiert habe. Von denen hatte ich letztes Mal dieses Gamma-Horn. Und diesen Gamma-Konstruktionskrieger, der da vorne steht und so seelenlos in die Gegend starrt. Außerdem, ich habe aus Grimmi wieder ein paar Sachen markiert. Im Übrigen, beim letzten Mal war ich von mir selber verwirrt, warum ich mir ein Herz hier auf der Karte markiert hatte. Das Herz markiere ich mir, wenn ich diese leuchtenden Hasen finde, die das Geld droppen, wenn man sie abschießt. Dafür habe ich mir das markiert. Und ja, ich habe mir mal in dem Gebiet mal den Turm markiert, den ich gerne heute tatsächlich erstmal mir einsammeln wollen würde, nachdem ich natürlich das hier eingesammelt habe. Die drei Dinger hier, plus einen Schrein, der direkt hier vorne ist. Und ja, ich würde sagen, fangen wir den Krieg an. Aber erstmal brauche ich ein gutes Foto von dem da. Jetzt hat er mich eh gesehen. Er hat das Schwert gezückt. Ach, nicht wundern, ne? Ich habe die ein oder andere Waffe offscreen verbraten. Darunter auch meine Beta-Klinge. Ich muss halt auch ab und zu kämpfen, während ich offscreen hier die Sachen am Suchen bin. Danke dafür. Aua, ich wollte die Waffe von dem eigentlich einsammeln. Da mache ich halt anders, dass ihr mir eure Waffen gibt. Danke. Okay, er will nicht fallen lassen. So, ich habe mir unterwegs auch, während ich ausgehen unterwegs war, einen neuen Ivarok-Hammer geholt. Und ich habe an den Ultraschild, den ich ständig dabei hatte, mal eine Kanone dran gepackt. Und an den kleinen Solaniumschild mal einen Hydranten. Ich kann nicht Feuer löschen. Außerdem, passt mal auf, wie stark die Kanone ist. Es passiert nur, wenn ich rückwärts laufe, dass die so weit schießt. Ultra cool. Warte, das werfe ich nochmal hin. Das muss ich noch fotografieren. Welcher Barbar hat an das Schwert ein Schild gepackt? So, davon habe ich jetzt auch endlich mal Fotos. Ich habe mir unterwegs, also offscreen unterwegs, noch einen weiteren neuen Bogen geholt. Da könnt ihr euch vorstellen, wo meine Waffen alle draufgegangen sind. Tatsächlich habe ich dieses Camp schon mal gecleared. Deswegen kann ich hier nicht sonderlich viel holen. Warum soll ich dich mit Waffen bekämpfen? Wenn ich dich auch damit bekämpfen kann. Papa, brenn, Baum, brenn! Brenne!
Ach, beim letzten Mal haben wir uns ja auch ultra viel an Batterieerweiterung geholt. Es ist einfach wunderschön, wie ich jetzt einfach dem Flammenwerfer, dem Todesbaum hinterherrenne. Krieg man immer einen schönen Knüppel für. Nein, du brauchst kein Schild. Warte mal. Besser. Wo ist deine Waffe hin? Ach, die ist gerade verbrannt. Ich wollte die nach dem da oben werfen. Du brauchst keine Luftunterstützung. Das wäre illegal. Oh, mein Kanonenschild geht jetzt schon fast kaputt. Ich dachte schon, der würde ein bisschen länger halten. Also ich habe ein paar Schüsse abgegeben, aber nicht so viele. Oh. Also mit einem Bogen hast du im Nahkampf überhaupt keine Chance, Kollege. Jetzt gerade bin ich froh, dass ich nichts Metallisches an mir habe. Danke für die Restäpfel. Gönne ich mir direkt. So, wie gesagt, eigentlich mein Plan war erstmal, hier die drei Sachen einzusammeln. Hier habe ich mir einen Schrein markiert, den ich vom Weitem gesehen habe. Ich habe mir auch eins dieser Bilder markiert. Also hier diese Geoglyphen. Habe ich von oben ein bisschen besser entdecken können. Das irgendwas Metallisches, da will ich eigentlich gar nicht hin. Weil dadurch weiß ich genau, wo der Blitz einschlagen wird. Ich glaube, ich hole zuerst den Schrein, den ich mir markiert habe. Was mit dem Majol-Signum? Ja. Gibt es in Eldem Nordosten am Stall des Waldes diese zwei Typen? Geistergewand. Warte mal, Stall des Waldes. Das ist hier. Soll ich mal da gucken, ob da eine Höhle in der Nähe ist? Hätten diese Majol-Signums endlich mal einen Sinn. Der hat wieder irgendwas den Blitz beim Scheißen erwischt. Hängt hier rein zufällig was irgendwo unter der Brücke? Nee. Aber da ist eine winzig kleine Höhle. Oh. Da kam mir was direkt entgegen. Ach, meine Lieblingsfreunde. Ist das ein neuer? Runter. Ich glaube, der ist am Runter... Fall gestorben. Eine Respa-Schlanze. Runter mit dir. Yeah.
Wo hängt der? Ach, über mir. Oh, das ist eine, ein Schubsstock. Also ein Langstock. Ein besserer Stock. Ein Moment. Überlege ich gerade, was ich wegwerfen kann. Das war in irgendeiner Kiste drin, die ich unterwegs gefunden habe. Ja, nehme ich. Was packe ich denn dran? Hier, komm, das schwarze Horrorblindhorn. Ein Horrorblindbohrer. Und dem Prügel ist jetzt nicht so schlimm. Ist hier sonst noch irgendwas? Außer dem Loch da über mir? Sie sehen eine Plattform über mir. Aber den Bohrer nehme ich mal ganz kurz. Gut zielen. Wusste ich doch, dass da sich was versteckt. Du musst dich wenigstens keine gute Waffe dafür opfern. Oder eine Bombe. So, einmal Deckensprung. Bin gespannt, was der drin ist. Eine Lanze mit Soldatenlanze. Ritterhellebarde. Auf dem Boden damit. Packe ich mal an den Zweihänder. Da ist auch nochmal eine Kiste. Aber da muss ich nochmal einen Deckensprung machen. Ein paar Donnerblumen. Die sind immer willkommen. Zwei riesen Leuchtsamen noch, dann könnte ich einen der Leuchtrüstungen auf Maximum bringen. Ich müsste prüfen, ob da drüber noch ein Raum ist. Sonst muss ich mir ein Feuerchen machen. Ich brauche Feuer. Irgendwas ist da oben. Das spüre ich. Oh, ist das angenehm, so eine riesige Batterie zu haben. Muss er nicht durchkommen, der Ballon. Reicht, wenn ich durchkomme. Okay, hier ist echt nur der Majoi. Heißt ja nicht, dass das Ding komplett useless ist. Kann ja jetzt die Baumatik vom letzten Mal hier nutzen. Hab das Ding wieder zusammengebastelt und dann nehme ich das mit. Und dann kann ich sogar den Prügel noch mitnehmen. Einfach eben kurz da ablegen.
bring das nur einmal kurz raus. Und eventuell bin ich das, warum ist mein Ballon jetzt da hinten? Weil das Teil ihn hat abheben lassen. Ah, okay, der kann das mit der Baumatik nicht da rausgreifen. Schön, das zu wissen. Nee, ich krieg das da nicht raus. Und noch ein Ballon, der abhaut. Und von Sieber brauche ich ja nur den Gleiter nochmal neu eben holen, ne? So, bin gespannt, ob da oben was drauf ist. Ich dachte, ist nochmal übrigens, ne, was ich schon mal den letzten Streams gesagt habe. Es wird ein bisschen dauern, bis ich wieder mit Hauptstory weitermache. Ich will erstmal ein bisschen Leben boosten, ein bisschen was erkunden. Da vorne sehe ich wieder eine Geoglyphe. Für die Geoglyphen übrigens mache ich das so, sobald ich alle gefunden habe, spiele ich hier nochmal in chronologischer Reihenfolge ab. Wow, da waren Saphir drin. Und mein Fluggerät haut ab. Mann, jetzt bleibt doch nicht überall hängen. Ich muss mein Teil da hinten einsammeln. Okay, da will wer ein Boot, glaube ich, gebaut haben. Stall der Sümpfe. Oh, ich habe keinen Block, keinen Bock drauf, geschockt zu werden. So, wie kann man ihm denn helfen? Okay. Ich darf ihm nicht helfen. Er will die Hilfe nicht. Ist zu stolz, um nach Hilfe zu fragen. Und ich bin zu faul zum Laufen. So, was will er erstmal? Die Nebenquests von ihm, die müssen wir auch alle noch machen. Ja, irgendwann. Man muss nur dran glauben. Stimmt, Gartengeräte sind keine Waffen im allgemeinen Sinne. Da ist eine Fackel, falls ich eine brauche. Wir müssen jetzt hier erstmal die Anmeldung machen. Danke für den Steilpunkt. 2 Punkte noch, dann habe ich einen Treuepreis. Wieder eine Gratisnacht. Okay, die Soas freuen sich bestimmt nicht darüber. Was für ein Rezept haben wir denn hier?
Xalphos und irgendeine Libelle, die man nicht ganz erkennen kann. Terry, was hast du im Angebot? Ein Lieblingshändler. Wasserfrische Löschflügel nehme ich mal sofort. Hab davon bisher keinen einzigen. Und den Rest empfehle ich eigentlich haufenweise die ganze Zeit. Auch von den Fallen brauche ich eigentlich keine kaufen, die kriege ich hinterher geworfen. Du wartest den Regen ab, da kannst du lange warten. Höhen, in denen es regnet. Da hatten wir doch gerade eben eine. Ey, guck mal. Der erste Brunnen, der auch netterweise eine Leiter hat. Okay. Okay, ich soll sie alle überfallen. Ja, da ist halt eine andere Geräuschkulisse drüber, ne? Gucken wir aber erstmal, was hier drin ist. Bestimmt sind die Brunnen miteinander verbunden, die beiden. Kann dir helfen, Lady? Ein Brunnenfan? Gibt es sowas auch in Real? Ja, da sind immer Schatztruhen für mich drin. Das ist der Vorzug. 48 Brunnen. Ich glaube, ich habe nicht mal die Hälfte. Ja, ein paar kenne ich. Gerne. Danke für die Gratis-Rubine. Acht habe ich bisher. Acht. Acht von 58. Okay, ich finde dich beim Spähposten. Irgendwann bin ich schnell genug, um die Viecher einzusammeln. Danke. Ich will mal nicht hier raus. Der hat ja gesagt, dort sind Monster und ich würde mich nur in die Reihen sippen. Überfallschwert. Da. Ah, ich sehe deine ungeladenen Gäste. Sind noch direkt neben den Schweinen die Drecksäcke. Na ja, zuerst schreien. Vorwärtsdrang. Jetzt zu Karok schreien. Okay, alles dreht sich um eine Kugel.
die in meinem Gesicht landen wird. Siehst du schon kommen. Okay, gut, dass ich an einen Schild einen Hydranten gepackt habe. Ich glaube, anders käme ich hier jetzt gerade nicht durch. Obwohl, eigentlich muss es immer eine Möglichkeit geben, wie ich auch ohne irgendwelche außerländischen Hilfsmittel durchkomme. Muss irgendwo eine Möglichkeit sein, noch einen Hydranten zu finden. Ich kann ja mal drüber fliegen. Okay. Da will was zurückgeschleudert werden. Ich analysiere. Ach, die Räder kann man auch für den Floß nutzen? Ich dachte, die funktionieren im Wasser nicht. Okay. Ich sehe, wie das hier funktioniert. Aber das kann ja nach wie vor nicht der richtige Weg sein. Weil es ist ja eigentlich nicht eingeplant, dass ich einen Hydranten stellen kann. Ich wollte drüber fliegen. Vielleicht kann das Teil ja in der Lava schwimmen. Wäre doch möglich. Bitte schaffe es rüber. Gerade so. Okay, testen. Kannst du im Lava schwimmen? Ah, okay, das ist die eigentliche Lösung. Es kann in der Lava schwimmen. Nicht in die Lava reinfallen, bitte. Danke. Nein, hier geblieben. Ich hefte dich erstmal hier dran. Komm. Ja, so habe ich mir die ganze Zeit das gerade vorgestellt, dass er sich so von alleine nach vorne kämpft. Ich war nur zu doof für die Umsetzung. Das ist nicht dein Ernst. Dass du jetzt so auf den letzten Metern struggles. Ich fall dann auch noch mal runter. Na gut, reicht, dass ich es mir greifen kann. Ernsthaft? Nur wegen der Kugel hast du es nicht geschafft? Okay, die muss jetzt rüber. Mein Plan ist es, aus zwei Floßen eins zu machen. Mission erfüllt. Warum schwer machen, wenn es einfach geht?
Das war 100 Pro nicht so gedacht. Ach, jetzt muss ich auch noch eine Platte hier hinten haben. Damit ich die Kugel auch mitnehmen kann. Okay, nochmal neue aufstellen, die lange Wurst. So, du da rein. Und wo ist jetzt meine versteckte Truhe? Ach, da im Wasser. Verstehe schon. Guck mal, ich hätte hier nicht mal was drauf lassen müssen. Ich nutze einfach die Zeitfunktion zum Zurückreißen. Was Schönes? Oh, ein starkes Sonaniumschwert. Der Bumerang kann ruhig weg. So, dann fahren wir zurück. Ein starkes Sonaniumschwert. Oh, es ist umgefallen. Dann halt so. Ich überlege gerade, was ich dran packen werde. Ich glaube, ich weiß es schon. Einmal das und das brauche ich. So, jetzt werde ich ja eh gehalten, ne? Kann mir ein neues Herz holen. So, und jetzt wird Zeit für den Überfall. Für die sind gemeint. Ich bin ja überhaupt nicht auffällig mit meiner Leuchtrüstung, ne? Na, letzte Nachtwache? Ey, der pennt. So, du bist der Nächste. Ach, da oben hat mich gesehen. Nee, warte, den spare ich mir noch auf. Seid ihr sicher, dass ihr Waffen haben wollt? Exalschild. Da liegt was mir Unbekanntes. Ein blaues Exalphoshorn. Sieht ja wirklich schon fast aus wie eine Klinge. Oh, es hat einen sehr hohen Synthesewert.
Habe ich nicht noch eine Waffe, wo die Synthese fehlt? Der Bogen, der war doch richtig gut, meine ich. Ah. Wohin willst du mir den Weg weisen? Ach, dahin willst du mir den Weg zeigen. Na gut, das ist jetzt ein bisschen weiter weg. Ich wollte jetzt als nächstes hier die Sachen endlich mal einsammeln. Und dann mal hier nach dem Majol-Typen suchen. Und ich wollte hier einmal hin. Ich glaube, ich hole zuerst den Turm. Ich denke mal, wir sind hoch genug. Ich werfe mal den Ballon ab. Als ob das gerade einfach an mir vorbeigeflogen ist. Ja, holen wir uns das Sternendick. Wenn ich hier schon abstürze. Ich den restlichen Weg halt zu Fuß antreten. Wird schon schief gehen. Können da daneben auch direkt so eins dieser Rätsel machen. Da brauchen wir offenbar auch nicht lang suchen. Das Ding ist nicht besonders riesig. So, gönnen wir uns den Turm. Damit hier die Karte aufgedeckt ist. Okay, ich sehe das Problem reinzukommen. Ach nicht, ich muss von oben rein. Eine sehr schöne Statue. Ihr wollt mich veräppeln. Nichts bewegt sich. Was ist denn wieder das Problem? Nein, ich glaube, da steckt oben was fest. Kuckuck! Okay, ich sehe, wie das hier gedacht ist. Sehr simpel. Ja, sag ich doch, da steckt was oben fest. So, und hier ist jetzt der Drill, die Plattform selbst nach oben zu schieben ein bisschen.
ich das gerade richtig interpretiere. Ja, danke. Einfach hier jetzt zu balancieren. Nichts kaputt, aber die riesen Plattform, die da oben drüber klebt, die hat er nicht gesehen. Und das, obwohl er fliegen kann. Junge, kündige deinen Job. Wenn ein Vogel da oben, was drüber schweben, nicht sieht, dann kündige deinen Job, Junge. Die Lüfte abzuheben. Oh, da fliegt was. So, hier oben haben wir jetzt alles auf der Karte. Ach, da ist direkt ein Loch neben mir. Okay, dann wagen wir uns an den Himmelspfad, der sich hier befindet. In welcher Richtung ist der? Da. Okay, ich sehe jetzt nicht bedingt sofort ein kompliziertes Rätsel. Ich sehe, dass ich wieder einen Stein schleppen darf. Aber ich kann instant an das Sonau-Ding. Da unten ist auch noch mal eine Fläche. Ich drehe dich mal in die richtige Richtung, ne? Du siehst so aus, als ob du genau in die Richtung schießen willst. Wo habe ich denn meine Sonau-Dinger? Da bin ich gespannt, was da rauskommt. Kommt was Neues. Ah, das Lenkelement.
Ein Blitzwerfer. Automatiktransporter. Okay. Und ansonsten hauptsächlich Scheinwerfer. Ach, das Ding haben wir, glaube ich, schon mal gesehen. Das hatte einer von den Typen unten. Und das hatte der Jägerboss, glaube ich, verwendet. Gegen mich. Warte mal. Ach, wenn ich das nächste Mal so ein Nauschwert bekomme, dann muss ich unbedingt mal so einen Blitzwerfer dran packen. Den fand ich an dem Fahrzeug schon irre cool. Eine Kugel reinwerfen lohnt sich nicht. Erstmal das Ding da aktivieren. Müssen wir wissen, wo unser Steinchen ist. So, wo ist es? Da unten bei dem Golem. Um Gottes Willen, wie soll ich den denn hoch befördern? Oh, ich habe zigtausend Raketen. Okay, da sind zumindest schon mal Plattformen. Ah, zum Glück mit Raketen, okay. Guck mal, das Spiel hat mich verstanden. Dass ich richtig viele Raketen brauche. Bist du ein neuer Golem? Nee, das ist ein Alpha-Golem, aber ich muss den besiegen, um an den Stein zu kommen. Habe ich irgendein Stück Holz, was das dran haben will? Ich kann das hier dran hängen. An den Zweihänder. Ich guck grad nur, ob auf den Teilen eventuell eine Kiste draufsteht. So, jetzt einfach zig Milliarden Raketen dran klemmen. Dann machen wir den Überschallflug. In solchen Fällen denke ich mir immer, was könnte ich jetzt tun, um das zu versauen, ne? Aber das war ja echt einfach. Danke sehr. Ich bediene mich mal. Aurus Segen. Mit in den Sonadium-Schild. Ein kurzer Zauberstab. Na komm, weg mit dem Topazstab. Aus dem Zauberstab kann ich viel mehr machen. Was ist eigentlich, wenn ich an den Zauberstab Sonadium dran klebe? Ah, okay, das zählt nicht als ein Zauber. Wo sind die? Da sind die Steine. So, besser Topazstab. Und danke fürs Segenslicht.
Da. Nee, das ist oberhalb. Das ist wieder so eine Sprung-Challenge. Ich könnte bestimmt, wenn ich zig Milliarden Raketen nach oben nutzen würde, dann hinkommen. Und Punktlandung. Ist auch nochmal so ein Nau-Ding. Komm runter, kleine Fee. Ich tu dir doch nichts. Und hier ist so ein Challenger-Typ. Das heißt, ich muss nicht unbedingt da oben hin. Bin gespannt, was da rauskommt. Ich habe auch durch einen Gegner mal gesehen, dass es auch irgendwie so einen Laseraufsatz gibt. Okay. Wahrscheinlich mit dem Blitzding. Kann man daraus was machen? Oh, komm, hier frisst noch meine anderen vier. Erst noch umschauen, bevor ich den Typen anspreche. Ich habe gehört, ich mache jetzt eine Challenge bei dir. Nee. Was für Mut. Das klingt unangenehm. Aber wenigstens kriege ich einen Reisepunkt. Immer ich bereit bin, ne? Bin ich tapfer, ich bin ein Schisser. Okay, wirkt auf mich relativ easy. Und dadurch schalte ich mir jetzt gerade einen Stein frei. Den gönne ich mir gleich. Wir machen jetzt noch mal die Probe. Eine Sphäre. Okay, in höchstens 35 Sekunden. Easy.
Aero Beinschutz. Und noch eine große Sonau-Energiesphäre. Danke sehr. Nein, danke. Oh. Oh no. Ich will nicht. Nacktes Überleben, verdunkelt. Die Dunkelheit einfach zu meinem Vorteil. Hast mich nicht gesehen. Wäre schön, wenn ich dich entwaffnen könnte. Ich hätte keine bessere Waffe gehabt. Komm! Genau darauf habe ich gehofft. So, den nehme ich den mal weg. Ach, du lebst noch. Okay, ich muss aufpassen. Im besten Fall schleiche ich mich jetzt von hinten. So viel dazu. Und tot. Danke.
Als ob du mich trollen willst spielen, ne? Gut, Lichter wieder mal gesammelt. Habe ich so rein zufällig auf der Karte schon das dritte von diesen Teilen? Ich weiß ja, wie sie aussehen. Da war das erste. Nee, habe ich bisher noch nicht. So, jetzt wollte ich hier zu dem Schrein. Wohl erstmal hier die drei Sachen einsammeln und dann wollte ich hier hin und dort eine Höhle suchen, die da nördlich von sein soll. Und wie diese Majoi-Dinger mal Sinn haben. Da liegt der. Und er will zu seinem Freund. Komm her, mein kleiner Kumpel. Ich bring ihn nach Hause. Ach, da krieg ich schnell hin. Jetzt bist du bei deinem Freund. So, weg damit. Erstmal was? Automatik? Favorit. Wenn das hält. Lass einfach los. Scheiß auf die Form. Hält. Dafür ist die echt gut, die Bautomatik. Gern geschehen. Danke für das Taschengeld. Und eine Donnerblume. Vielen Dank. Ja, ich weiß, dass du anderorts gleich noch bist. Jetzt habe ich nämlich darüber auch noch mal. Elt. Gern geschehen. Freue mich immer über dein Taschengeld. So, jetzt habe ich die drei Dinger, die ich abarbeiten wollte, auch abgearbeitet. Jetzt würde ich gern einmal hier hin. Das Teil kann ich beides einmal verbessern. Ich habe einen Sternsplitter. Unter Tageharnisch kann ich einmal verbessern. Ja, dafür wird es nur Flederbeißerflügel. Ja, ich bräuchte erstmal das Komplettset, ne? Da wird es noch ein weiteres Kakuda-Auge. Und ihm wurde die Unschuld geraubt. Ja. So, dann verstärke ich noch die Hylia-Kapuze. Noch vier weitere schwarze Bockblindhörner und ich hätte das Hylia-Gewand alles drei auf Stufe 3.
Dem restlichen warte ich noch ein bisschen. Wir wollten ja nach einer Höhle suchen. Ich guck gerade, ob vielleicht irgendwer Infos für mich hat. Da hinten steht was. Was ich gleich auch mal besuche. Okay, von euch hat keiner die brauchbaren Infos für mich. Ich sehe zwar keine Höhle, aber ich sehe was anderes Interessantes. Das ist dieser Monsterhändler, der denn nur mit Monstermaterialien handelt. Ach, die Höhle. Guck mal, da kommt wer. Ach, ihr wollt die Majoi-Dinger? Okay. Dein Traum? Ja, erzähl mal. Ja, das ist dieses komische leuchtende Hirschvieh, ne? Hier, nehmen. Oh, danke. Guten Appetit. Bin gespannt, wo ich dich das nächste Mal auflese. Jetzt beide weg? Nee, nur der eine. Ach, kein Ding.
Oh, dann weiß ich ja Bescheid. Sehe ich den Bockwins nicht so verwechseln, ähnlich, Leute. So, dann erkunden wir noch diese Höhle. Da sehe ich es schon an der Wand kleben. Sonst irgendwas? Scheinbar nicht. Okay, in der Höhle war jetzt nicht sonderlich viel zu finden. Aber hey, wir haben heute wieder mal einiges erreicht, Leute. Wir haben einen Turm aktiviert. Wir haben mehrere Scheine gefunden. Wir haben ein neues Rüstungsstück. Wir haben den Majoi-Typen gefunden. Haben neue Sonarbauteile entdeckt. Darunter den Blitzwerfer, den ich an das nächstbeste Sonanium-Schwert dran packen will. Oder Lanze, je nachdem, was ich zuerst finde. Ich finde, wir haben was erreicht. Ich habe den Controller jetzt mal beiseite gelegt. Ich hoffe an der Stelle, dass alle heute wieder mit dem Stream Spaß hatten. Wenn ja, ich lade es ja später noch auf YouTube hoch. Lasst dann ein Abo und ein Like da. Ein Follow auf Twitch. Beides gegenseitig verlinkt. Und von YouTube verabschiede ich mich wie immer an der Stelle als erstes. Euch noch einen schönen Tag.